Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Lasst uns mal wieder einen kleinen Abstecher hier zu den Kaninchen machen. Wir wollen mal schauen, was die hier so treiben, die Kleinen. Da haben wir sie, die blaue Wiener Mutti. Die ist nicht ganz so angetan in letzter Zeit, wenn ich sie anfassen möchte, aber wir nehmen das so hin. Sie hat ja auch noch kleine Kaninchenbabys, ne? Die Geburt war ein bisschen stressig, mal ganz milde ausgedrückt, aber haben wir auch hingekriegt. Da haben wir die gute Braune hier. Das gute Geschöpf. Sie gefällt mir ganz gut. Wir werden mal schauen, wann sie in die nächste Runde reingeht. Erstmal tut es noch nicht Not, ne? Von daher ist jetzt noch so ein bisschen Zeit, sich zu klimatisieren quasi. Da haben wir sie, unsere Havanna-Schecke. Die, denke ich, wird wahrscheinlich so zum Spätsommer, Anfang Herbst, irgendwie so um den Dreh, da wird sie fertig sein. Da geht es in die nächste Runde. Und ich bin sehr gespannt, ob sie diese interessante Farbe und auch die Augen so ein bisschen, ob sie das so ein bisschen weitergibt. Ne, an ihre Nachkommenschaften sozusagen. Aber das werden wir sehen. Zu gegebener Zeit, an gegebenen Ort. Da haben wir die kleinen blauen Wiener. Die Jungtiere. Ich hatte das jetzt mal alles hier vernünftig sauber gemacht. Und das ging relativ gut, muss ich sagen. Also für vier Tiere, die hier auf diesem Gebiet koexistieren sozusagen. Da war das doch überraschend wenig, was ich wegmachen musste, ne? Wenn man die Ungetüme sich nochmal in Erinnerung ruft, die hier vorher drin gelebt haben, da war im Prinzip nach 2-3 Tagen sah das schon arg benutzt aus hier, der ganze Bereich. Und die haben tatsächlich das meiste, was so an Flüssigkeiten verbraucht wird, dort hinten in das Katzenklo gemacht. Da war auch ein bisschen was. Also das mit den Pellets war auf jeden Fall besser. Und die benutzen tatsächlich das Katzenklo. Wer hätte das gedacht? Ich dachte eigentlich, dass kein Kaninchen von mir das Katzenklo verwenden wird. Aber die haben das so akzeptiert. Man sieht auch hier, dass keine Flüssigkeitsgeschichten sind. Das hier kommt vom Regen hier. Hier haben sie tatsächlich nur in der linken Ecke oben so ein bisschen was feucht gemacht. Ansonsten war das alles hier schön trocken. War ganz angenehm. Ich habe jetzt dieses obere Teil hier rausgeholt. Das hier. Dann konnte man das hier auch schön sauber machen. Von daher, das war schon echt eine gute Nummer, muss ich sagen. Also, das ist definitiv sinnvoll. Und da kam mir auch der Gedanke, ob ich das nicht vielleicht mal austesten soll. Jetzt nicht in nächster Zeit, aber so im Sommer. Ob ich mal so eine Jungtierfamilie im Prinzip in so einen Außenbereich reinlasse. Die Idee wäre vielleicht, wenn man hier in dem Bereich hier, ne, da wo jetzt das ganze Holz ist, das vielleicht so auf 2 Ebenen aufteilt. Ne? Und dort dann 2 Kaninchenmuttis reinpackt. Und wenn die dann soweit sind, dass man einfach nur eine Sperre in der Mitte wegnimmt. Und dann hätten sie einen großen Bereich. Egal wie viele Kaninchenbabys das sind, ne? Da haben wir sie, die Kleinen. Was machen wir heute überhaupt? Heute haben wir tatsächlich was vor. Ihr seht hier wahrscheinlich schon unschwer. Ich habe die ganzen kleinen Kaninchenbabys schon eingesperrt hier. Und zwar werden wir heute einmal das Geschlecht dieses Bereiches hier einmal überprüfen, gucken, was da so los ist, sage ich mal. Und dann gucken wir mal in den nächsten Tagen, dass wir vielleicht die hier auch nochmal uns angucken und die da hinten. Ich habe heute mal nachgeguckt und festgestellt, dass die schon 6,5 Wochen alt sind. Ne, also die Zeit rennt für mich. Die hier sind 4 Wochen alt. Ne? Also unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Wenn man mal überlegt, in der ersten Aprilwoche sind sie dann auch schon 8 Wochen. Ne? Das heißt, bereits zum Auszug. Mitte Mai ist der 100. Tag. Ihr merkt, die Zeit läuft und läuft einfach, egal ob man es möchte oder nicht. Guti, also wir werden jetzt einen nach den anderen uns hier vorknüpfen und einmal schauen, was hier für Geschlechter vorhanden sind.
ein Männchen. Ein Weibchen. Seht ihr, wenn da so ein O ist, dann ist das ein Männchen. Und wenn der Schlitz bis ganz nach unten geht, dann ist es ein Weibchen. Ein Männchen. Ein Männchen. Ein Männchen. Ein Weibchen. Ein Männchen. Das wäre erledigt. Was ist jetzt das Endergebnis? Und zwar haben wir hier in diesem Bereich 7 kleine Kaninchen, Jungtiere könnte man jetzt schon sagen, wovon 2 Weibchen sind und 5 Männchen. Und zwar ist, guck mal, er kommt schon wieder an hier, seht ihr? Und zwar ist dieses hellere, diese helle Gescheckte dort, ist ein Weibchen. Und ich meine noch mal eine von denen hier. Also ich schätze mal, dass die oder die hier auch ein Weibchen ist. Und zwar hat eine von denen irgendwas am Auge. Also das Auge scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. Und diese 2 Exemplare sind tatsächlich hier die Weibchen. Alles andere sind Männchen. Und die sind jetzt 6,5 Wochen alt. Das konnte man jetzt schon relativ gut sehen. Ich bin mal gespannt, wie es bei denen hier ist. Die werden wir jetzt auch mal die Tage uns vornehmen, damit wir hier einfach mal einen schönen Überblick haben, was wir hier überhaupt alles im Pedo haben, sozusagen, ne? Die hier, gucken wir mal, ob die morgen dran kommen. Ich will das nicht so versprechen. Sobald ich Kapazitäten frei habe, gucken wir uns da mal an. Ich bin schon sehr gespannt, besonders auf 2 Kaninchen. Einmal er hier und einmal er. Obwohl, wollen wir das spoilern? Was sagt ihr, jetzt wo wir gerade hier in Gange sind? Ich glaube, wir spoilern das.
ein Männchen. Ein Weibchen. Sehr interessant. Also sieh hier, diese hellgraue dort ist ein Weibchen und der blaue ist ein Männchen. Also verblüffend, muss ich sagen. Ich hatte im Geheimen gehofft, dass es doch ein Weibchen hier ist, obwohl ich ja immer eigentlich ein Männchen haben wollte in Blau. Ne? So dieses diese Größenordnung dort. Mal schauen. Also sehr, sehr interessant. Und wir gucken mal, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Ne? Ich denke mal, sie wird auf jeden Fall hier bleiben und ihn würde ich auch ganz gerne behalten. Aber noch ein Rammler hier rein. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Also die werden alle hier zum Verkauf angeboten. Ich denke, der größte Teil auch hier. Bis auf das Graue dort hinten und er hier auch. Die separiere ich nochmal von diesem Vorhaben so ein bisschen aus. Mal schauen, wo da die Reise hingeht. So, wie sieht's aus hier? Gibt es hier schon einen Fellwechsel? Nein, ich denke, ein Fellwechsel wird hier jetzt erstmal so schnell nicht kommen. Ich hatte... Ruhig. Die sind ein bisschen nervös. Wahrscheinlich haben sie die Nervosität von nebenan so ein bisschen übernommen. Ne? Mal gucken. Also ihn werden wir so ein bisschen beobachten. Vielleicht kommt da ja was. Vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Nummer 3, mein Lieber. Ja, es ist schon wieder soweit. Wir sind zum Ende dieses Videos gekommen. Von daher wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Abonniert diesen Kanal. Schreibt was in die Kommentare. Schenkt mir einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.